Guten Tag, liebe Damen und Herren. Es freut mich, dass so viele an der Fachsession 2 Agilität in der Beschaffung interessiert sind und die nächsten 90 Minuten unseren drei interessanten Vorträgen plus der Diskussionsrunde zuhören werden. Wir nehmen das Thema, wo heute Morgen schon genannt wurde, Mut und Agilität ist das neue Motto, nicht mehr bewährtes und rechtlich 100% abgesichertes, sondern wir wollen auch Beschaffungen agil und flexibel beschaffen können. Und wir sehen heute drei Arten, wie dass man das machen kann. Die erste ist Epics und User Stories, wo uns zwei Frauen vorstellen, Jennifer de Capitani und Birgit Lauber von der AWK, haben eine Methode entwickelt, wie dass man mit Epics eine Ausschreibung machen kann, die dann agil abgewickelt werden kann im Projekt, und sie werden das zeigen, wie dass man hier vorgeht. Wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, bitte denkt daran, das wird aufgezeichnet, das ist dann im Internet für die Nachwelt immer erhalten. Wenn Sie ein Problem damit haben, gibt es eine E-Mail, das wird dann rausgeschnitten und nicht ins Internet gestellt. Also, dann würde ich jetzt gerne an Jenny und Birgit übergeben und vielen Dank für den Ausflug zu Epics und User Stories. Danke. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag mit Praxistipps für Beschaffungen im agilen Umfeld. In den nächsten 20 Minuten zeigen wir Ihnen einen roten Faden, der sich in agilen Projekten von der Vorbereitung und Durchführung in öffentlichen Beschaffungen durchziehen kann. Mein Name ist Jennifer de Capitani, ich bin Elektroingenieurin und seit über 11 Jahren bei AWK. Durch meine Tätigkeit habe ich schon unzählige Beschaffungen gesehen und begleitet. Und als Manager für Beschaffungen verantwortlich habe ich eine sehr große Motivation, stets die aktuellen Herausforderungen und Änderungen zu verfolgen und neue Ideen zu entwickeln und anzuwenden. Merci. Mein Name ist Birgit Lauber, ebenfalls von der AWK. Ich bin dort die Expertin für Anforderungen, Anforderungserhebung, Anforderungsdokumentation. Wir werden Sie jetzt in den nächsten Herbert, ich bin mitten in einer Konferenz. Kann ich dich später anrufen? Hi Birgit, ja, dann mache ich es ganz kurz. Wir brauchen dringend Unterstützung bei einer Beschaffung. Wir brauchen jemanden, der uns eine Webplattform entwickelt. Okay, ja, habt ihr denn schon Details? Wisst ihr genaueres? Wir haben schon eine Liste mit Anforderungen gemacht, aber vieles hat sich schon wieder geändert. Wir wollen auch eigentlich flexibel bleiben. Können wir das agil umsetzen oder jemanden ausschreiben, eine Entwicklungsfirma, die das für uns dann agil umsetzt? Der Kickoff soll im Januar spätestens sein. Brauchst du sonst noch was oder kannst du damit einfach loslegen? Wenn es so einfach wäre. Herbert, ich rufe dich nachher zurück. Danke vielmals. Ciao. Entschuldigung für die Störung. Das war nicht so geplant. Aber nehmen wir Herbert. Herbert ist ein gutes Beispiel. Wir kriegen einen Anruf, ein Kunde, Herbert Agil. Er will ausschreiben, er braucht eine Hilfe. Er hat schon gewisse Ideen und wie geht es jetzt weiter? Was machen wir als erstes? Als allererstes und ganz wichtig, das könnt ihr euch für euch auch mitnehmen, was heißt agil? Ist das einfach, ich will schnell am Markt sein, ich will schnell die Beschaffung machen? Heißt agil, ich will agile Frameworks benutzen? Oder ich will eine agile Ausschreibung, ich will eine agile Umsetzung? Da muss man sich wirklich zunächst mal im Klaren sein. Als nächstes würde ich mit Herbert definieren, was er will. Ich will das Ganze umreißen.
Herbert, nehmen wir an, er will eine Insel gestalten. Das ist jetzt ein Bild. Ich weiß nicht genau, was Herbert exakt will, aber sagen wir, er will eine Insel. Er hat eine Vision. Er will so eine Rückzugsinsel machen für alle gestressten Städter, die sollen dort sich mal erholen können. Er weiß auch schon gewisse Details. Ja, Beschattung braucht, einen Sandstrand, vielleicht Beach-Soccer spielen und einen Steg. Natürlich soll man mit dem Boot dorthin kommen. Das ist der erste Schritt, so ein bisschen das Gesamtbild. Im Idealfall hat man eine Vision. Dann hat man so größere Pakete, Epics oder Futures, die dann später, je nach Umfang, in 1, 2, 3 Monaten umgesetzt werden können. Wieder der Herbert. Das ist der Herbert Kotz. Hallo Herbert, ich bin immer noch in der Konferenz. Du wirst jetzt einfach Teil davon. Hallo. Wie kann ich dir jetzt helfen? Oh, sorry Birgit, ja, ich wollte nur wissen, wo wir jetzt stehen. Können wir die Ausschreibung jetzt publizieren? Ja, Herbert, wir haben erst das Gesamtbild. Wir haben die grobe Skizze, wir haben eine Vision, wir kennen gewisse Epics, Futures, wir wissen, was da alles mal grob reinkommt. Aber jetzt geht es darum, wir müssen die Anforderungen definieren. Wir müssen schauen, was genau wollt ihr denn? Also für uns höchste Priorität hat die Funktion der Adressänderung und die Anmeldung der Wochenaufenthalte. Okay, Herbert, danke. Wie gesagt, die Details besprechen wir später, machen wir dann auch in Workshops und so. Meine Damen und Herren, was Herbert jetzt gesagt hat, der wichtigste Punkt, Adressänderung. Die Adressänderung ist nicht das Wichtigste, aber der Herbert stellt den Benutzer ins Zentrum. Und das ist ein wichtiger, wesentlicher Aspekt. Wir stellen den Benutzer ins Zentrum. Wenn wir das agil machen, machen wir User Stories. Wir bleiben bei der Insel und wir sagen jetzt die zwei Benutzer, das ist der Hans Lieger und wir haben die Lisa Schaffer. Diese beiden Benutzer, die beschreiben nun, was sie brauchen. Der Hans Lieger, der braucht eine Hängematte. Er will ein bisschen chillen können. Die Lisa Schaffer, die will immer noch ihren WLAN, weil sie immer noch arbeitet auf der Insel. Mit solchen User Stories beschreiben wir die Hauptfunktionalitäten eines Produktes. Diese User Stories, die haben klassischerweise so ein bisschen immer das gleiche Layout. Also als Rolle, Person will ich was, damit ich welchen Nutzen habe. Wichtig ist, diese User Stories, ihr könnt mit diesen noch nicht in eine Ausschreibung gehen. Da fehlen natürlich noch ein paar Details. Ihr müsst diese User Stories weiter detaillieren. Es gibt Akzeptanzkriterien. Das heißt, wenn jetzt die Lisa sagt, sie will mit dem Boot anlegen, gibt es gewisse Punkte, die sie dann nie abhaken kann und sagen, jawohl, wenn ich mit meinem Boot von 3 Meter Länge hier anlegen kann, dann ist es akzeptiert. Oder der Hans Lieger sagt, wenn 100 Kilo in die Hängematte können, ohne dass das kracht, check, dann ist es gut. Das gibt solche Akzeptanzkriterien. Jetzt ist es so, wenn wir agil ausschreiben, machen wir das nicht bei allen Anforderungen. Wir machen das nur bei einem bestimmten Set. Wir wählen aus, welches Set das ist. Oftmals, man hört dann auch MVP oder Release 1. Man geht durch und schaut, was sind die Anforderungen, die wir jetzt für die Ausschreibung finalisieren, die wir weiter detaillieren. Und man hat nur ein gewisses Paket an Anforderungen fertig ausdetailliert. Alle anderen sind noch irgendwo in einem Backlog. Die sind teilweise ausformuliert, manche sind auch fertig, andere sind erst Ideen und noch nicht in der richtigen Schreibweise oder im richtigen Layout da. Gut, was haben wir jetzt? Ich habe gesagt, wir gehen in Richtung Ausschreibung. Wir haben eine Vision, wir haben das Gesamtpaket, wir haben die Epics, wir haben Features, wir haben User Stories und wichtig, wir haben ein Set an definierten User Stories, die fertig ausdetailliert sind. Herbert, hallo. Du bist immer noch Teil der Konferenz. Wir sind jetzt soweit. Wir können die nächsten Schritte erst wieder mit einem Lieferanten machen. Publizieren wir jetzt? Ja, Herbert, wir haben die Anforderung. Wir haben das Paket, wir haben die
fertigen Details von einem gewissen Paket. Die Ausschreibung, da würde ich jetzt sehr gern Jenny übergeben. Zum Glück ist sie auch hier. Sie ist die Expertin für die Ausschreibung und ich übergebe dir gleich. Genau, also für die Beschaffung müssen wir uns schon noch einige Gedanken machen. Also wir müssen uns vielleicht überlegen, wie wir mit den Lieferanten zusammenarbeiten wollen. Und ich würde auch überlegen, was wir vom Lieferanten verlangen. Habt ihr euch dazu schon Gedanken gemacht? Also normalerweise möchte ich nach der Ausschreibung nicht mehr viel damit zu tun haben. Das Produkt soll dann einfach funktionieren. Aber das geht wahrscheinlich nicht so wirklich mit Agil, oder? Ja, genau, das hast du sehr richtig erkannt. Also wir sprechen später nochmal. Also jetzt stehen wir an einem Punkt, wo wir die Leistung nicht weiter spezifizieren können oder wollen. Wir haben ein gemeinsames Verständnis der Vision. Wir haben einige Epics, diejenigen, die wir glauben umsetzen zu wollen. Und wir haben ein Paket an User Stories konkret definiert, die wir als erstes umsetzen wollen. Release 1. Als nächstes geht es darum, einen Partner zu finden, der sich mit uns der Vision Schritt für Schritt nähert. Um wieder bildlich zu sprechen, möchten wir mit einem Boot uns mit einem Antrieb, zum Beispiel ein Segel und einer Crew, der Insel Schritt für Schritt nähern und ein klares Bild schaffen. Die Crew, sind alle Personen der Beschaffungsstelle und auch des Lieferanten, die gemeinsam arbeiten an diesem Umsetzungsprojekt. Und dazu ist normalerweise am Steuer sollte die Beschaffungsstelle sein. Oft wird diese aber auch unterstützt durch den Umsetzungspartner. Aber was wichtig ist an diesem Bild der Crew, ist, alle braucht es, alle sind im gleichen Boot und alle ziehen an den gleichen Strängen. Es ist sehr essentiell, dass man die richtigen Rollen und Aufgaben an die richtige Stelle setzt und die richtigen Kompetenzen verteilt an die richtigen Stellen, damit das Boot möglichst effizient zum Ziel kommt. Das Boot mit dem Segel, Masten und Tauwerk, das ist der Antrieb. Dieses symbolisiert im Umsetzungsprojekt die Leistungsfähigkeit des Unternehmens oder auch die angebotene Leistung. Und diese muss zum gesamten Umsetzungsprojekt passen, nicht zu groß, nicht zu klein, sondern so, damit wir möglichst effizient und effektiv zum Ziel kommen. Beim Rumpf handelt es sich um das Fundament, das das ganze Boot hält. Und hier, das ist das Bild für den Vertrag, den wir haben, der uns durch das gesamte Umsetzungsprojekt begleitet. Beim Rumpf ist es sehr wichtig, wenn wir keine Probleme haben, brauchen wir keine weiteren Kenntnisse. Wir müssen auch den Vertrag nicht kennen, wenn wir ein Umsetzungsprojekt haben, das einfach rund läuft. Aber sobald Probleme entstehen, ist es sehr vorteilhaft, wenn wir etwas genauer wissen, was da drin ist und vielleicht auch schon vorher die Bestandteile kennen und dementsprechend leben. Ich gehe weiter darauf ein. Beim Vertrag, kennen Sie alle, haben wir normalerweise Preis und Leistung und wir haben auch gewisse Klauseln, die sind drin für schlechtere Zeiten, wie zum Beispiel Konventionalstrafen, Haftung. Das sind alles sehr wichtige Bestandteile, die sollten auf jeden Fall in den Vertrag rein. Was wir aber zusätzlich uns Gedanken machen sollten, für eine gute Zusammenarbeit braucht es noch weitere Elemente. Und dazu gehören zu den Begriffen Preis und Leistung die Begriffe Vergütung und Bedarf. Wenn die Bedarfsstelle die Vision klar formulieren kann, sodass der Umsetzungspartner sich in die Bedarfsstelle hineinversetzen kann, dann kann der Umsetzungspartner kann dann auch unterstützen auf dem Weg, die Vision zu erreichen. Das heißt, wenn Probleme auftauchen oder unvorhergesehene Situationen entstehen, kann auch der Umsetzungspartner konstruktive Vorschläge machen oder erkennt auch, wenn Anforderungsdefinitionen nicht ganz zur Vision passen oder geschärft werden müssen. Wichtig auch ist die Zusammenarbeit. Wir sollten unbedingt da so weit wie möglich festhalten im Vertrag, wie wir zusammenarbeiten wollen, welche Aufgaben und Rollen wir haben, welche Sitzungen wir vorgesehen haben, aber auch wie die Mechanik funktioniert im Projekt, zum Beispiel die Priorisierung und Planung von Iterationen. Wenn wir den Vertrag haben, wissen wir, wie wir zusammenarbeiten wollen. Wir wissen schon von vorher, was wir wollen. Und jetzt geht es auch darum, wie wählen wir den Umsetzungspartner.
Dazu braucht es Kriterien, die wir bewerten. Ein zentrales Kriterium ist der Preis und der ist gerade im agilen Umfeld, wo wir von Anfang an nicht genau wissen, was wir genau am Ende brauchen und vielleicht noch nicht alles im Detail haben, ist das eines der anspruchsvollsten Kriterien. Wir zeigen Ihnen eine Möglichkeit, wie Sie den Preis anbieten und bewerten, anbieten lassen können und danach bewerten können. Es gibt verschiedene Varianten, aber das ist eine möglichst vereinfachte Variante, die wir Ihnen zeigen wollen. Wenn wir den Bedarf, so wie wir ihn jetzt spezifiziert haben, mit der Vision und Epics und den konkreten User Stories zur ersten Release publizieren, kann kein Anbieter uns einen Gesamtpreis für das gesamte Vorhaben liefern. Die Anbieter können aber für Release 1 die Komplexität abschätzen, oft in Story Points gemessen. Und sie können auch abschätzen, wie lange ihr Team, das sie anbieten, für die Umsetzung braucht. Und dann erhalten wir mit dem Angebot einen für den Release 1 ein definierter Preis und eine Dauer. Und genau dieser Preis und diese Dauer können wir unter den Anbietenden vergleichen und bewerten. Zudem können wir auch weitere Iterationen später auf dieser Basis kalkulieren oder nachvollziehen und haben eine Diskussionsgrundlage, um spätere Iterationen auch zu vergleichen mit dem angebotenen Preis, damit wir uns da nicht komplett im offenen Raum verhalten. Aber das ist sicher ein Knackpunkt, der nicht ganz einfach zu lösen ist. Wie kalkulieren wir spätere Iterationen? Die Idee ist aber ganz klar, wir bewerten nur das, was wir effektiv vergleichen können. Dann haben wir den Preis grob definiert jetzt in Kürze. Und jetzt geht es auch darum, wie bewerten wir den Rest. Es gibt noch einige andere Kriterien neben dem Preis, die wir brauchen, um die Qualität zu bewerten. Und ich denke, gerade wenn wir die Zusammenarbeit in den Fokus stellen, müssen wir uns Gedanken dazu machen, wie diese Zusammenarbeit bewertet werden kann im Voraus. Und da gibt es ein paar Hinweise. Auf der einen Seite würde ich in die Vergangenheit schauen und sehen, wie hat die Anbieterin in der Vergangenheit gearbeitet, zum Beispiel mit Referenzprojekten oder Kundenbeurteilungen. Dann auch, wie wird der aktuelle Auftrag oder der Bedarf, den wir formuliert haben, verstanden? Was ist darunter verstanden worden oder wo sind kritische Punkte erkannt worden? Und dann auch für die Zukunft, wie ist der Plan, Vorgehensplan oder auch wie lange dauert der erste Release oder welche Gedanken wurden formuliert zu den restlichen Epics, die wir nicht weiter spezifiziert haben. Vielleicht können wir da auch schon erste Gedanken aus den Anbietenden herauslocken. Oh, hallo Jenny. Das sieht alles schon recht simpel aus, aber ich weiß gar nicht, wo wir jetzt anfangen sollen. Ja, genau. Das ist ein bisschen der Knackpunkt. Diese Komplexität in so einer kurzen Zeit rüberzubringen, ist nicht ganz so einfach. Aber ich denke, wir haben Ihnen ein paar Anstöße gegeben, in welche Richtung es gehen kann. Es ist in jedem Fall natürlich, muss man die konkrete Situation genauer anschauen. Was sich auf jeden Fall lohnt, ist, dass man die Marktkenntnisse der Anbietenden auch hat, damit man eben diese Anforderungen und die Kriterien gut wählen kann. Zum Abschluss möchten wir noch mal kurz zusammenfassen, was wir gesagt haben. Das wieder rein. Bei der Vorbereitung, bei den Anforderungserhebungen, ist es sehr wichtig, beschreibt das Gesamtpaket, schaut, dass alles da ist, eine Vision, Epic Futures, was sind die großen Pakete, aber auch alle Anforderungen, die ihr schon kennt und wisst, nehmt die auf. Wichtig, ein Set braucht es an definierten, fertigen Anforderungen. Aber gleichzeitig und nicht weniger wichtig, es müssen nicht alle Anforderungen fertig spezifiziert sein. Ich erlebe das ganz oft, dass immer alles bis ins Detail geplant ist. Nein, habt hier den Mut zur Lücke, das kommt erst später, kommt vielleicht in Release 3, 4. Ihr müsst nicht alles ausdetaillieren, Anforderungen werden just in time beschrieben. Im Vertrag ist es sehr wichtig, dass wir einen Fokus legen auf die faire Zusammenarbeit. Wir wollen gemeinsam das Ziel erreichen. Und zudem sollte der Vertrag so geschrieben werden, dass er von allen Seiten lesbar
ist und auch gelebt werden kann. Bei der Evaluation möchten wir wirklich einen Fokus auf die Zusammenarbeit legen und da das messen, was einen Indikator gibt dafür, wie die Zusammenarbeit später aussehen könnte. Beim Preis würde ich wirklich darauf achten, dass nur das verglichen wird, was effektiv verglichen werden kann, was alle Anbietenden gleich verstehen können. Und in diesem Fall, in diesem Beispiel, wäre das Release 1. Es kann auch anders definiert sein, aber es muss wirklich ein vergleichbarer Preis sein, denn sonst haben wir komplett unterschiedliche Angebote und die sind einfach, also das ist dann einfach willkürlich, wenn wir diese miteinander vergleichen. Und ganz wichtig, ein Festpreis für Anforderungen, die nicht genau spezifiziert sind, ist nicht sinnvoll, weil das ist genau das Problem, dass dann kommen wahrscheinlich Nachforderungen oder die Anforderungen werden dann einfach so durchgezogen, wie sie genauso verstanden wurden, knapp und ungenügend für die Bedarfsstelle. Gut, wir hoffen, dass wir Ihnen ein paar Ideen mitgeben konnten, wie Sie agile Umsetzungsprojekte durchführen könnten mit der Beschaffung, im Zusammenhang mit der Beschaffung und nicht erst nach dem Zuschlag in die Agilität einsteigen können. Und wir hoffen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Knoten lösen konnten und wünschen Ihnen viele erfolgreiche Fahrten zu Ihren Inseln. Merci. Vielen Dank. Genau.